In der Behavioral Finance gibt es den sogenannten Oestrich-Effekt. Oestrich heißt auf Deutsch nichts anderes als Strauß. Damit ist der Vogelstrauß gemeint. Und es bezieht sich auf die Tatsache bzw. die falsche Tatsache, dass angeblich dieser Vogelstrauß in Gefahrensituationen seinen Kopf in den Sand steckt. Deswegen gibt es auch im Deutschen das Sprichwort, den Kopf in den Sand stecken. Das bedeutet nichts anderes, als die Augen vor unangenehmen Realitäten zu verschließen und bestimmte Tatsachen einfach nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen. Hat man sehr oft im Trading, dass eine Position gegen einen läuft. Ich habe Nachrichten, die im Prinzip darauf hindeuten, dass vielleicht ich meine Position schließen sollte oder sonstige Informationen. Und ich blende die als Trader einfach aus, weil ich mir den Fehler nicht eingestehen möchte. Das ist einer der Hauptfehler, warum Leute an der Börse Geld verdienen. Sie können sich ihren Fehler nicht eingestehen, beziehungsweise wollen den nicht eingestehen. Stecken den Kopf in den Sand, blenden die Informationen aus. Informationen, die gegen die Position sprechen, werden einfach ignoriert. Verlust wird laufen gelassen, das Prinzip Hoffnung regiert. 2015, beziehungsweise von 2014 bis 2015 gab es eine Studie, die hat über 43 Millionen Trades im Forex-Bereich von privaten Händlern analysiert. Auf den ersten Blick sieht das sehr gut aus. Die Händler haben fast in allen Währungspaaren, die Sie hier sehen, über 50% Gewinne realisiert. Das heißt, 50% der Positionen waren profitabel. Lediglich hier im britischen Pfund war dieser Prozentsatz leicht negativ. Sie sehen aber auch, dass in dieser Studie hervorkam, dass in allen Währungspaaren die durchschnittlichen Verluste dieser Trader deutlich höher waren als die durchschnittlichen Gewinne. Das heißt also nichts anderes, diese Trader bzw. die Mehrheit dieser Trader können sich nicht eingestehen, dass ihr Trade falsch ist und die Position mit kleinem Verlust beenden. Sie lassen die Position in einen großen Verlust laufen und verlieren dementsprechend relativ viel Geld, sind also dementsprechend unprofitabel. Wenn Sie was aus diesem Vortrag mitnehmen, würde ich mich freuen, wenn Sie das mitnehmen. Lernen Sie als Trader, sich einzugestehen, wann Sie falsch liegen, und gehen Sie raus aus Ihren Positionen, sobald Sie das merken. Gehören Sie nicht zu dieser Gruppe von Tradern, die Ihre Verluste deutlich größer machen als die durchschnittlichen Gewinne. Gut, fasse ich nochmal zusammen. Punkt 3. Was macht den erfolglosen Trader aus? Der erfolglose Trader ist nicht in der Lage, sich Fehler einzustehen. Er macht keine Fehler. Er gehört zu denen, die immer recht haben. Diese Trader werden in der Regel nicht lange an der Börse überleben. Er nimmt nur Informationen zur Kenntnis, die seine Position bestätigen. Der Rest wird quasi ausgeblendet. Zum Teil suchen diese Trader auch nach bestimmten Nachrichten oder Informationen, die sie in ihrer Position bestärken und dementsprechend es ihnen erlauben, die Position weiter zu halten. Diese Trader sind oft nicht in der Lage, ihre bestehende Marktmeinung zu ändern. Sie halten also relativ lange an ihrer Meinung fest. Auch wenn ihr Trade dick im Verlust ist, suchen sie immer noch nach Gründen, warum sie die Position weiter halten können. Der erfolgreiche Trader hingegen, im Gegensatz, weiß, dass jeder Fehler macht, auch er. Aber er ist in der Lage, diese Informationen objektiv aufzunehmen, sich Fehler einzugestehen und dementsprechend auch entsprechend zu agieren. Er ist in der Lage, schnell neue Trends zu erkennen und sich den vorherrschenden Marktbedingungen anzupassen. Er schließt seine Position dementsprechend sofort, wenn er merkt, dass er falsch liegt. Im Zuge der Analyse meines Tradings können Sie also sehen, rechts oben, auf diesem Bild, dass ich auch ungefähr 50% Gewinntrades nur habe und 50% sind Verlierer. Das heißt, ich liege in 50% der Trades, die ich mache, liege ich falsch, mache Verluste. Ja? Was mir aber gelingt, dass mein durchschnittlicher Gewinn
knapp 40 Pips ist, wohingegen, wenn ich verliere, verliere ich im Schnitt ungefähr 24 Pips. Das heißt, Sie müssen als erfolgreicher Trader in der Lage sein, Ihre Gewinne laufen zu lassen, aber Ihre Verluste zu begrenzen. Sie müssen sich in der Lage sein, Ihre Fehler einzugestehen. Nicht vergessen, was Sie denken über den Markt, über Ihre Position, das ist im Prinzip dem Markt komplett egal. Ihr Ego ist im Trading fehl am Platz. Je größer Ihr Ego, desto schwieriger wird es mit dem Börsenerfolg. Kurz am Rande, die Berufsgruppen, die in der Regel am meisten an der Börse einzahlen, sind die, ich sage jetzt mal Piloten, erfolgreiche Chirurgen oder erfolgreiche Geschäftsleute, die in ihrem bisherigen Beruf sehr viel Erfolg hatten und dann denken, sie können es auch an der Börse umsetzen. Das Problem ist, in der Regel ist ihr Ego zu groß und sie haben Probleme, sich ihre Fehler einzugestehen. Dementsprechend ist das nicht unbedingt die Gruppe der Marktteilnehmer, die besonders profitabel agiert. Problem ist das Ego. Je geringer ihr Ego, desto besser wird ihr Trading-Erfolg werden.